greift zu Beginn eines Angriffs niemals gegnerische Elite-Einheiten an. Aha. Das sagt er mir jetzt. Nachdem wir schon irgendwas um die 30 Stunden in Rome 2 reingesteckt haben, sagte mir, ich soll jetzt nicht mehr die Elite-Einheiten angreifen. Das sind ja die Besten. Bam, da hau ich ihm doch mal den Schild kaputt. Und trete noch nach. Die machen ihrem Namensgeber alle Ehre. So, ihr dürft mal dann als Sklaven dienen. Oh. Woran ist der denn gestorben? Herzinfarkt. Buh. So. Wollt ihr mich vielleicht nochmal angreifen? Nein? Habe ich mir gedacht. Jetzt kommen sie hier wieder mit ihren Spionengeschisseln an. Feiglinge. Ihr miesen kleinen Feiglinge. Ja, du darfst gerne deine eigenen Spione töten, die ich übernommen habe. Da habe ich kein Problem mit. Natürlicher Tod. Ja. Verwundet Soriko. Aha. Senator rekrutiert den folgenden Agenten Würdenträger. Ja, das habe ich ja auch vor. Achso, die eine ist an einem natürlichen Tod gestorben und die andere... Ja, das ist ja... Das ist ja ein Zufall, möchte ich ja fast sagen. Wie weit darfst du denn latschen? Nicht sehr weit. Nehmen wir die Stadt dann gleich ein? Ja, ich denke, das werden wir gleich tun. So. Euch haben wir. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil da ist ja noch die Stadt mit drin. Nee, da will ich noch eine zweite Armee haben als Rückendeckung. Hoppala. Das wollte ich zwar gar nicht, aber ist okay. Was machen wir denn mit dir jetzt? Ja, du gehst mal so ein kleines Schrittchen zurück. Und dann machen wir hier weiter. Können die sich gegenseitig mal ein bisschen Deckung geben? Hat der gerade gesagt, ich habe die Macht? Haben wir He-Man in unserer Armee? Ich habe die Zauberkraft. He-Man. And the Masters of the Universe. Ja, Entschuldigung. Ich bin halt ein Kind der 80er. Da passiert das halt schon mal. Dass man dann solche Landebärt. So. Jetzt aber. Was ich will. So, dann dürfen die Streiter der Bart mal den Angriff anführen. Ach, ihr habt da gar nichts mehr. Ja, dann machen wir es doch mal kurz. Und dann gehört uns nämlich die Siedlung wieder. Darf der Sievart sich nämlich auch mal ein bisschen ausruhen. Und viel hat er hier ja nicht mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, kommen die jetzt von hier und versuchen die Stadt dann wieder einzunehmen? Oder wo ist das ganze Gesocks abgeblieben? Ich vermute ja, die sind hier nach unten marschiert. Deswegen, Mr. Spion, marschier du mal dahin. Ja, was mache ich mit euch? Ich möchte euch gerne auffüllen und gegen die Boja benutzen. Das funktioniert beides natürlich nicht gleichzeitig. Dann müsst ihr erstmal hier bleiben. Aber ich kann euch vielleicht ein bisschen verbessern. Kadeng. Ach so, ja, und den Söldner können wir mal wieder entlassen. Ja, möchte ich.
Das überlege ich mir noch. Die können aber verbessert werden. So, die Kavallerie überlege ich mir deshalb noch, weil die so beschädigt sind oder so verletzt sind, dass es aus meiner Sicht jetzt herzlich wenig Sinn macht, die aufzufüllen und ich nicht weiß, ob die jetzt nächste Runde dann überhaupt überleben. Deswegen werden wir jetzt erstmal so weitermachen. Bewegungsreichweite ist immer gut. So, und den Bojan hauen wir dann gleich auch noch auf die Schnauze. Ich hoffe, dass ich dazu heute noch komme. Weil die gerade so ein bisschen... bisschen komisch dastehen. Also da muss ich mir noch was einfallen lassen. Weil die ja die Garnisonsarmee da auch noch haben und mein Angriffsweg jetzt so laufen würde, dass ich da jetzt irgendwie mittendurch muss. Was zum Henker versucht ihr da? Unser verborgener Agent wurde entdeckt. Ja, das macht ja nichts. Ich möchte hier eigentlich wissen, wo ihr eure Armeen verbuddelt. Ich vermute hier nämlich irgendwo im Wald. Oder versucht ihr hier durch den Wald zu meiner Stadt zu kommen? Nee. Die laufen da nach links. Kommst du in einer... Oh. Puh, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob die wütenden Eber... ob ihr eurem Namen auch tatsächlich... gerecht werden könnt. Und jetzt versuchen wir hier mittendurch zu... preschen. Und dann gleich denen die Siedlung zu klauen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Zum Angriff! Weil dann sind die nämlich endlich mal weg, die Spackos. Und sie haben es mir selbst ermöglicht. Sind die doof. Oh ja, ich weiß auch, wie ich meine Gruppenaufstellung mache. Ich werde meinen General mit den Wolfskriegern in eine Gruppe packen, die Speerkrieger in eine, die Bogenschützen in eine und die Skorpione in eine. Und dann werden wir die einfach mal ein bisschen überrennen. Was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass die Germanische Konföderation irgendwie keine eigenen Speerträger hat. Nicht Speerträger, sondern, wie heißen sie, Axtkämpfer. Dabei war doch die Axt so... das Allround-Werkzeug. Da Gruppe 2. Gruppe 1. Gruppe 3. Gruppe 4. Wie versprochen. So. Da muss ich durch. Dann bitte einmal so aufstellen. So. Wie weit dürft ihr denn schießen? Oh, ordentlich. Ich muss sie nur entdecken. Ja, wenn du nicht so sprechen würdest wie der türkische Gemüsehändler um die Ecke, dann wäre das wahrscheinlich auch eine... epische Ansprache gewesen. Bewegt euch! Vorwärts! So, dann schiebt den Kack noch ein bisschen weiter vor. Und dann läuft das. Ja, da haben wir schon das erste Ziel. Und schiebt und schiebt und schiebt. Und dann Feuer frei. Tschuh. Achso, ihr wollt jetzt meinem Chef hier auf die Schnauze hauen. So. Langbogen. Langbogen stellen wir euch mal da auf.
So, Angriff. Tja, jetzt habt ihr euch das anders überlegt, hä? Und ihr seid da fleißig am Flacken? Ja, seid ihr. Gut. Dann weitermachen, bitte. Ja, ja, ich weiß. Ihr zwei, rennt mal bitte dahin. Der Rest verwickelt das ganze Gezuppel da mal in den Kampf. So. Weit dürft ihr denn schießen? Ach, nicht weit genug. Dann rennt noch mal ein Stückchen vor. So, dann keilt die mal ein. Und eine von euch jagt die mal. Wenn die hier jetzt angreifen wollen, dann rennt einfach und macht die platt. Ach so. Wo hab ich denn? Da, bitte. Ihr sollt die Stellung halten, nicht wegrennen. Da sind wir nämlich kein Fan von. So. Ihr könnt die mal weiterjagen. Falsche Taste. So. So, jagt mal die Onager. Ich möchte hier jetzt nicht, dass mir die Artillerie irgendwie auf den Sack geht. Das sieht schon mal gut aus. Tü tü tü. Verbrennt ihr Verfluchten? Das wäre jetzt aber ungünstig. Rennt mal bitte darüber. Ich möchte nicht, dass die Onager hier noch schießen können. Na los, verprügelt die mal. Ach, ihr habt doch tatsächlich Äxte. Warum sieht das denn dann so aus, als ob ihr mit Dingens kämpft? Das ist ja komisch. Haben wir hier noch einen Hügel? Ja, da. So, schiebt mal vor. Ich glaube, das haben wir jetzt gewonnen. Jawohl. Ja, das war jetzt nicht meine beste Schlacht. Aber knapp kann man da jetzt auch nicht sagen. Zu viele Verluste, würde ich da eher sagen. Ich meine, 458 verloren. Das kann ich besser. Aber Hauptsache, die Boja sind weg. Das war jetzt nämlich ihre letzte Stadt. Und jetzt sind sie dazu gezwungen, entweder zum Gegenangriff überzugehen oder eben zu sterben. Ich hoffe, sie machen den Gegenangriff. Weil dann brauche ich mir nämlich keine Sorgen machen, dass sie da irgendwo rumgeistern. Aber das Schöne ist, dadurch, dass sie jetzt keine Stadt mehr haben, verlieren sie pro Runde x Einheiten. Bis sie komplett aufgelöst werden.
Und dann ist gut. Also, dass man da nicht ewig mit denen dann zu kämpfen hat. Das hatten wir ja mit den Lugiern auch. Die hatten noch so eine Marineeinheit. Das hat irgendwie 10 Jahre gedauert, dann waren die weg. Nur leider haben die Boja noch die eine oder andere Armee, die vielleicht noch was taugt. Da muss ich jetzt halt aufpassen, dass die mir nicht zu viele Probleme machen. Der macht mir auf jeden Fall keine Probleme mehr. Besetzen. Befreien. Nee, danke. Das machen wir nicht. Militärtradition. Die wütenden Eber. Rang 6. Rang 6. Belagerungsexperten. Ermögliche Bau mittlerer Belagerungsmaschinen. Ja, die werden wir brauchen. Also ich mache das jetzt nicht, weil ich es wahnsinnig lustig finde, sondern es ist einfach, die brauchen wir spätestens dann, wenn es darum geht, dass wir den, na wie heißen sie, gegen Rom und Co. marschieren, also gegen Völker, die schlau genug sind, einen Wall um ihr Gebäude, um ihre Häuser zu ziehen, da brauchen wir das dann. Spätestens. Zack, zack. So, warum ist die Provinz denn unhappy? Ach so, weil die Happy-Mach-Gebäude kaputt sind. Verwüstung. Kulturelle Unterschiede? Wieso haben wir denn noch kulturelle Unterschiede? Ach so, ja, das geht. Sollte jetzt verschwinden. Ach so, weil Istros so lange dem Bojan gehörte. Ich hoffe, dass wir das hier irgendwie relativ schnell in den Griff bekommen. Ja, okay. Da haben wir jetzt die Germanengeschichten. Wo hocken die Gebäude denn? Singum und Segesta. Sind denn das die Skordiska? Sind die denn mit mir befreundet oder wollen die auch Stress? Skordiska. Nö, die sind relativ friedlich. Ach, die haben nur noch die Siedlung da. Vielleicht wollen die ja mit uns handeln. Na also. Und ein Nicht-Angriffspakt. Finde ich super. Können wir so machen. Sind wir doch Freunde. Hey, ihr Römer. Sprecht. Ihr habt meine Aufmerksamkeit und das Gehör des Erhabenen. Ja. Sabbel mich nicht zu. Wie sieht's denn mit Sparta aus? Seid gegrüßt, mein Freund. Sprecht. Und wenn es meinem Volk zugute kommt... Mein Volk ist reich an Intellekt und braucht eure Waren nicht für materiell. Ja, ist ja okay. Ihr habt aber mit ganz schön vielen Krieg. Mein ja nur, ein bisschen Geld in der Kasse soll wohl helfen. Cheruska, wollt ihr nicht euer Bündnis mit den, wie heißen die denn? Nervian auflösen und dafür werden wir dann Best Buddies? Nein? Okay. Boja, was habt ihr denn noch übrig? Die eine Armee da. Scheint's. Ja. Habe ich hier irgendwas, was vor euch Angst haben müsste? Wie weit könnt ihr denn laufen? Nee, das war die da. Die könnten das theoretisch auch schaffen. Das wäre schlecht. Achso, ja, ihr habt keine Actionpunkte mehr. Ja, dann müssen wir einfach gucken, was jetzt passiert. Ich erwarte eure Befehle. Ich möchte hier gerne einen Hinterhalt legen. Wie sieht's denn da aus? Bergpässe machen also Verschleiß für Truppen. Ja, dann hockt euch mal dahin und legt hier mal einen Hinterhalt. Und dann könnt ihr eure Truppen mal ein bisschen wieder auffüllen. Ja, jetzt kriegt ihr auch das Geld dafür. Und die Heinsel müssen wir dann mal gucken, wie wir die dann kaputt machen. Dass die uns nicht auf den Keks gehen. Ja, du marschierst mal da lang und du... Hast nicht genug Geld, um dem weh zu tun. Dann lass es. Also ein paar Einheiten habt ihr da noch.
Aber da ist jetzt irgendwie nichts, wo ich jetzt vor Bammel hab. Aber das könnte ja auch sein, dass die hier rumkommen. Ja, schauen wir doch mal weiter, wie es jetzt weitergeht. Runde beenden. Und dann schauen wir mal, wie wir hier weitermachen können. Vielleicht hören die Boja auch einfach auf. Oder melden sich jetzt und sagen, wir wollen Frieden. Bitte, tu uns nichts. Werden sie wahrscheinlich nicht tun. Ach, da sind doch noch Armeen. Aha. Ach, habt ihr meine neuen Freunde kaputt gemacht? Nehmt die Waffen auf gegen diese Wölfe in Menschengestalt. Lasst eure Krieger in dem Kampf ziehen. Nee. Nee, ich will jetzt nicht schon wieder eine neue Front aufmachen. Lass mich doch erstmal das Gesocks hier unten kaputt machen und dann... Kein Krieger will im Kampf allein da stehen. Sollen wir nicht Schwertbrüder sein und aufeinander Acht geben? Ja, das können wir tun. Aha. Also haben die Boja wieder ihr Theodwin. Ah, natürlich. Natürlich. Natürlicher Tod. Mhm, ist klar. Bündnis geschlossen. Ich glaube, so natürlich waren die Tode gerade gar nicht, die du mir da aufgelistet hast. Jetzt haben die hier schon wieder ein neues Reich. Was ist euer Problem? Ja, gut. Der da. Gepriesen sei der Alpha-Tür. Wie kann ich... Dann machen wir euch doch mal kaputt. Und ich denke, das war auch... Oh, super. Ja, aber dann machen wir einfach Autokampf. Und lassen die Armee einfach verschwinden. Und dann kommt die Armee hier wieder zurück. Und dann reparieren wir hier alles wieder und dann ist gut. Ach, die haben gar keinen Generaltypen. Ja, dann... Avila, du wirst jetzt meine neue Würdenträgerin. Mach es gut. So, was haben wir hier jetzt für ein Problem? Instabilität der Provinz. Ach, immer noch. Ja, okay. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Ja, und dann gehen wir nach Segestia. Das macht es sogar dann schön einfach, weil ich hatte schon befürchtet, ich müsste jetzt einen fadenscheinigen Grund kriegen, die Provinz hier einzunehmen. Aber das wird mir schon selbst geliefert. Und was haben wir hier? Nee, hoppala, das war ein Stück zu weit. So. Hier müssten wir doch irgendwo so einen haben. Hast du denn genug Geld? Oh ja, für eine 2% Chance. Das ist ja super. Ja, nee, dann natürlich nicht. Dann warten wir noch eine Runde. Bis die Armeen hier endlich mal vernünftig aufgefüllt sind. Und dann können wir denen da mal eins auf das Näschen geben. Achso, die Stadt hätte ich vielleicht von den Steuern befreien sollen. Ah, ärgerlich. Na egal. Irgendwas ist ja immer. Damit die nämlich nicht anfangen zu rebellieren. Das wäre jetzt nämlich ganz schlecht. Das ist so das Letzte, was ich gebrauchen kann. Hey, Sequana, haltet die Füße still. Verwundet. Ah, war ja klar.
Ja, 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 gut. So, die Siedlung möchte ich gerne... Wie ging denn das da? Möchte ich gerne von den Steuern befreien. Hä? Ach so, wegen Verarmung und dem ganzen Kram. Ja, egal. Die ganzen... Mit dem ganzen Kack beschäftigen wir uns dann später. Zack. Vielleicht. So, lasse ich die Armee jetzt losmarschieren. Die Stadt ist ja noch geschützt. Mach diesen Plünderer da weg. Weil der geht mir so ein bisschen auf den Senkel. Aber brauche ich da meine ganze Armee für? Ach, ich darf die ja nicht mehr aufteilen. Jedenfalls nicht so, wie ich das gerne wollen würde. Setzt euch und teilt mein Feuer. Ja, und von den Bewegungspunkten kommt es auch nicht hin. Ja, dann lassen wir das. Rüsten wir euch lieber mit neuer Ausrüstung aus. Ich sehne mich nach einem Kampf. Was haben die denn? Und wo haben sie es? So, da haben sie so ein bisschen. Ich könnte noch etwas tun. So. Dann marschieren wir so rum. Und dann hoffe ich, dass ich sie dann diesmal kaputt kriege. Diese Folge ist nun leider vorbei und wenn sie euch gefallen hat, dann gebt ruhig einen Daumen nach oben. Natürlich könnt ihr mir auch einen Kommentar dalassen und wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt, dann klickt auf das Abonnieren. Vielen Dank fürs Zugucken und wie üblich, Fortsetzung folgt.